willkommen zu unserem neuen Video. Wir dachten, wir machen heute euch mal ein 20 Facts Video über uns. Das von Orlando können wir gerne nachschließen, wie ihr das wollt. Jeder wird so über sich selber so 20 Fakten vorlesen. Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei und ich glaube, wird lustig. Ich bin Sternzeichen Widder. Ich bin leider seit knapp 3 Jahren Single, unglaublicherweise. Aber es hat einfach irgendwie nie gepasst. Wenn ich Interesse hatte, hat es nicht geklappt. Und wenn der Typ Interesse hat, und ich nicht. Und ja, so geht es eigentlich gerade die ganze Zeit. Naja, ich hoffe aufs Beste. Ich bin gelernte Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, bin aber zurzeit im H&M tätig und bin auch ganz glücklich. Witzigerweise war ich früher in der Emo-Szene tätig, sag ich mal. Und habe meine Wochenenden auf Emo-Treffs verbracht. Undenkbar, aber mittlerweile stehe ich total auf Techno und gehe darauf auch feiern. Ich bin totaler Horror-Fan-Fanatiker. Oder auch, ich lese auch Psycho-Thriller, also die krankesten Sachen. War aber noch nie in der Geisterbahn. Und will ich mir aber auch nicht antun. Keine Ahnung warum. Ich bin totaler Halloween-Fan. Also stehe da total drauf. Aber dann in der Geisterbahn gehen, ist auch bescheuert. Außer in Orlando habe ich natürlich noch weitere Tiere. 2 Hunde und eine Katze, die gehören meine Eltern. Und 4 Meerschweinchen, da gehört eins von mir und der Rest gehört auch meiner Mutter. Meine weiteren Interessen sind noch die Fotografie, wisst ihr ja sicher schon. Dann ich tanze auch echt gerne, singe tue ich auch echt gerne, vor allem Singstar oder so. Und ich habe auch mal Schlagzeug gespielt oder halt sonstige Instrumente. Ich würde total gerne Klavier spielen, aber es geht halt leider nicht an. ich habe so viel Humor, dass es schon überquillt. ich habe bisher keinen Führerschein, wie ihr bestimmt vielleicht schon mitgekriegt habt. Bin aber gerade dabei, Theorie ist bestanden. Am Mittwoch hatte ich meine erste Fahrstunde gehabt, war ganz cool gewesen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich halt auch mit Hänger machen möchte. Ich bin Tattoo- und Piercing-süchtig. Möchte mich auch gerne wieder tätowieren lassen. Habe nur leider das Geld gerade nicht. Möchte mir aber wahrscheinlich noch Orlandos Porträt auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Volle Kaffeesucht. Hatte erst gerade vorher eine. Ist wie Sophia, total unordentlich. Also ich räume auf. Das hält dann vielleicht 1 bis 2 Tage und dann sieht es wieder aus. Und ja, ich habe mir eigentlich auch schon mal vorgenommen, dass ich mein Zimmer einfach mal picobello irgendwie aufräumen möchte, ohne dass irgendwas rumliegt, aber es klappt einfach nicht. Ich habe zu viele Sachen. Mein Kleiderschrank platzt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich bin der totale Musikfan. Also ich höre eigentlich die ganze Zeit Musik. Selbst wenn ich morgen ins Bahn fahre, höre ich Musik, penne dann aber eigentlich ein in der Bahn und höre aber trotzdem noch Musik. Oder Fitnessstudio geht nur mit Musik, kann ich mir nicht ohne Musik vorstellen. Ich würde sogar am liebsten während der Arbeit irgendwie Musik hören, weil dann würde es viel mehr Spaß machen. Also ich bin auch Gott froh, dass bei uns Musik läuft, sonst wäre es so totenstill. Und ich bin so ein Mensch mit 2 Seiten, das hört sich jetzt wohl komisch an, aber da gibt es eben diese eine schüchterne, unselbstbewusste Seite und dann eher so die Seite, wenn ich feiern gehe, wo ich dann wirklich total gerichtet bin. Und dann bin ich einfach komplett anders. Total offen und selbstbewusst und laut und crazy und so. Also ist ganz komisch. Ich bin der totale Achterbahn-Freak. Ich würde, glaube ich, jede Achterbahn fahren. Freue mich auch total auf Europa-Park. Ich hasse Kochen. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Deswegen ist es auch absolut schwer für mich, irgendwie gesund mich zu ernähren. Und wenn ich mir Fleisch selbst zubereite, kann ich das nicht essen. Also das schmeckt mir halt nicht und ich finde es eklig. Und, so. Und ich weiß auch nicht immer, ob es durch ist und ob es gut ist. Nummer 19. Ich bin ganz großer Fan vom Westernreiten, aber wenn man das eigentlich nicht so mitkriegt. Weil ich es natürlich geil finde, wie die Pferde geritten werden. Und auch ich brauche die Spannung und die Aufregung und so, das finde ich total geil. Und natürlich auch der Vielseitigkeitssport, den habt ihr, also davon haben wir ja bestimmt schon was erwähnt und so. Also da bin ich voll großer Fan davon. Irgendwie total verpeilt. Das hat sogar mein Chef schon gesagt. Du bist leicht verpeilt, kann das sein. So, ja. Ich bin Sternzeichen Stier. Ich habe seit 4 Jahren einen Freund. Ich war 10 Jahre auf einer Waldorfschule und habe dort auch Abitur gemacht. Also ich kenne sämtliche Waldorfwitze von A bis Z. Ich habe 20 Kilo abgenommen seit 2013. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, fühle mich einfach wohl und so. Ich studiere Lehramt
Also ich studiere als Hauptfach Geschichte für Realschulen und Hauptschulen. Und ja, macht mir voll Spaß. Ich komme jetzt ins zweite Semester und ja, ich würde am liebsten eigentlich schon so Unterricht halten. Ich habe eine ganz schlimme Allergie auf Tomaten und Auberginen. Also ich kann zum Beispiel Tomaten roh gar nicht mal anfassen. Auberginen ist genauso schlimm, kann ich nicht essen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, wer mag schon Auberginen? Ich bin ein unordentlicher Mensch. Also ich schaffe es einfach nicht, Ordnung zu halten. Das kann ich mir tausendmal vornehmen, es wird einfach nichts. Ich hasse Füße. Ich finde Füße einfach ekelhaft. Also, ich könnte zum Beispiel niemals Fußpflegerin werden. Das wäre für mich, glaube ich, der schlimmste Job, den es gibt, wenn ich fremde Füße anfassen müsste. Ich will ja nicht mal meine eigenen anfassen. Ich bin extrem faul und fange alles immer auf den letzten Drücker an. Also, ich kann mich gerade erinnern dran, ich musste letzte Woche Montag eine Arbeit abgeben an die Uni. Mit keine Ahnung wie viel Zeiten, also vorgegeben. Ich habe es abgegeben, eine Minute vor Abgebeende. Die muss man so hochladen, ich hatte noch eine Minute Zeit. Habe das den ganzen Abend dann geschrieben, ich schaff's einfach nicht, pack das nicht, das früher anzufangen. Es war schon immer so und ich glaube, es wird auch immer bleiben. Im Abi war es auch schon so. Ich höre gern Schlager und liebe Volksfeste. Also wenn Cannstatter der Wasen ist, dann findet man mich da auf jeden Fall. Das ist einfach, ich liebe das einfach, Dirndl anzuziehen und dann da aufs Volksfest zu gehen. Das ist für mich zweimal im Jahr echt mein Highlight und ich freue mich da immer schon total drauf. Ich kann keine Horrorfilme schauen, ich werde da echt paranoid davon. Vor allem jetzt, wo ich allein lebe, geht es einfach gar nicht mehr. Ich sehe dann hinter jeder Tür irgendwie einen Geist und wir haben mal so einen Film angeschaut, wo man immer so im Spiegel dann seinen Geist gesehen hat. Ich konnte echt ungelogen ein halbes Jahr lang nicht mehr in den Spiegel schauen alleine. Also ich kann keine Horrorfilme angucken, auf keinen Fall. Ich kann überhaupt nicht rechnen. Also rechnen geht gar nicht. Ich kann die notwendigsten Sachen so im Kopf rechnen und es hat auch sehr lange gebraucht, bis ich mal bei meinem Job an der Kasse überhaupt mal rausgeben konnte. Aus dem Kopf, das geht einfach gar nicht, brauche extrem lang dafür. Im Abi habe ich auch eine 5- in Mathe, also ich kann echt überhaupt nicht rechnen. Wenn es sowas gibt wie Lese-Rechtschreibschwäche für Mathe, dann habe ich das ganz sicher, weil kannst vergessen. Also ich singe, ich nehme auch schon seit 2 Jahren Gesangsunterricht. Ich habe auch schon davor viel gesungen, auch solistisch und so. Ich singe aber Oper, was viele von mir nicht erwarten, also ich habe eine klassische Stimme. Ich bin ein absoluter Nachtmensch und bin grundsätzlich nicht vor 0 Uhr produktiv. Auch die ganzen Sachen für die Uni und so erledige ich meistens erst nach 1 Uhr, auch wenn ich meine Auftragszeichnungen mache. Ich fange erst so gegen 1 Uhr an und schaffe dann bis 4 Uhr und das ist für mich einfach so die beste Zeit zum Arbeiten. Ich mag einfach diese Ruhe nachts, die habe ich sonst am Tag einfach nicht. Und ja, ich fühle mich nachts einfach wohler als am Tag. Ich liebe Kümmel. Ich könnte überall Kümmel reintun. Früher habe ich Kümmel extrem gehasst, aber jetzt, ich habe Tees mit Kümmel. Ich kaufe Kümmelbrot. Überall, was ich koche, kommt mindestens immer Kümmel rein. Das Gute ist, so habe ich mein Essen dann für mich allein und keiner will es haben, weil keiner Kümmel mag. Ich liebe Flohmärkte und Sperrmüll. Also ich habe schon immer mich so für Vintage-Sachen interessiert und so. Und schon als Zweitklässlerin Sperrmöbel mit nach Hause genommen, die ich auf dem Sperrmüll gefunden habe, auf dem Schulweg und habe die dann restauriert. Das mache ich auch heute noch. Ich habe auch in meiner Wohnung zum Beispiel ein restauriertes Teil. Im Keller wartet noch eins auf mich, das müsste ich jetzt mal fertig machen. Aber ich liebe das einfach, Dinge zu restaurieren und sie dann für mich selbst zu gebrauchen. Ich mag eigentlich keinen Kaffee, sondern trinke am liebsten Tee. Also ich trinke Kaffee wahrscheinlich erst so seit 2 Jahren regelmäßig. Und ja, ich mag es eigentlich, ich mag den Geschmack nicht, ich mag einfach dieses Bittere nicht und deswegen bin ich eigentlich eher der Teetrinker. Aber manchmal, wenn du voll müde bist, dann sage ich mir auch, jetzt muss einfach mal ein Kaffee sein. Ich habe eine echte Pikachu-Sucht, also ich liebe Pikachu. Ich habe einen Anzug, so einen Ganzkörperanzug, so als Hausanzug mit Pikachu in Pikachu-Form. Ich habe einen Schlüsselanhänger mit Pikachu, ich habe sämtliche Pokémon Editions. Also, wir werden für immer vereint bleiben. Ich muss die ganze Zeit meine Haarspitzen abreißen. Das ist ein echt schlimmer Tick von mir. Obwohl meine Haare eigentlich relativ gesund sind, ich finde immer eine Stelle, wo Haarbruch ist. Und es gibt einfach
mir total der Ruhe, mir die Haarspitzen abzureißen. Wenn ich das mache, dann checke ich auch nichts mehr von meiner Umwelt. Also ich bin dann nur auf meine Haarspitzen fixiert. Also man sieht mich so oft in der S-Bahn oder so, immer so da sitzen. Und ich mache das auch in den Vorlesungen, also ist das ganz schlimm. Mir schmeckt grundsätzlich nichts, was ich selbst gekocht habe. Das ist leider ganz schlimm, weil ich alleine lebe und ich deswegen meistens nur Brot esse. Aber mir schmeckt es einfach nicht, was ich mir selber koche. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Auch wenn die anderen Leute sagen, es schmeckt und auch gern zu mir zum Essen kommen. Aber ich selber finde es einfach nur, es schmeckt nicht wie bei meiner Mama und deswegen schmeckt es mir einfach nicht.